Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Mars Effect Andromeda. Ich wollte schon sagen auf Kardara, weil wir gerade da sind. So, wir wollen jetzt einen saufen gehen, aber vorher sehe ich hier, dass der Colt Dalton hier ist. Ja, wie gesagt, im Questlog sieht man nicht, wo der ist, genau. Aber hier steht er. Also dann können wir den Geschwind noch abschließen hier. So, erstmal wieder hier rumlaufen, damit wir mit dem babbeln können. Gehört diese Hi. Schönheit Ihnen? Die Nein. Tempest? Ja, die gehört Ach mir. du, ja. Großartiges Schiff. Sowas sehen wir hier selten. Colt Dalton, Dockverwalter von Cadera. Okay. Sloan hat gesagt, ich soll dafür sorgen, dass sie niemand belästigt. Ah ja. Wie nett von ihr. Und völlig untypisch. Sie müssen wichtig sein. Ich bin wichtig. Okay, ja, nee, aber das Schiff gehört eigentlich nicht wirklich mir. Eigentlich gehört es der Initiative, ne? Das würde mir ja bloß überlassen, wenn was man so will. So, jetzt können wir hier. Ich suche El Chetta. Haben Sie viel zu tun? Sind die Docks sicher? Ja, wir fragen mal, ob es sicher ist hier oder ob ihr unser Schiff geklaut wird. Wie sicher ist es hier? Nun, Sicherheit ist ein Handelsgut auf Cadera. Es kommt nur darauf an, wie viel Sie ausgeben wollen. Ah ja. Der Hafen ist waffenfrei, aber Mord gibt's in allen Formen und Größen. Immer noch besser als außerhalb des Berges zu leben. Das reinste Niemandsland da draußen. Ja, Mord kannst du auch ohne Waffen, ne? Das ist ganz klar. Haben Sie viel zu tun? Kommen auf Cadera viele Schiffe durch? Seit wir eingezogen sind, schon. Cadera ist einer der wenigen Planeten in Helios mit einer funktionierenden Wirtschaft. Angara und Exilanten aus ganz Helios verschiffen ihre Fracht über diesen Hafen. Ich suche El Chetta. Es hieß, Sie könnten mir helfen, eine Angara namens Lieta aufzuspüren. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Ich wurde für mein Schweigen großzügig entschädigt. Und ich bin ein Mann, der zu seinem Wort steht. Das verstehen Sie doch bestimmt. Ja, gut, das ist ja okay. Sie hat sie für ihr Schweigen bezahlt. Also normal verstehe ich das schon, aber das ist eigentlich jetzt in dem Ding ja blöd. Wieso sollte sie dafür bezahlen, ihre Spuren zu verwischen? Es ist nicht meine Aufgabe, Fragen zu stellen. Außerdem hätte sie es mir sowieso nicht erzählt. Wir waren zwar nicht die dicksten Freunde, aber an dem Tag, als sie abgehauen ist, hat sie mich wie einen Fremden behandelt. Ich sollte Ihnen das nicht erzählen. Tun wir einfach so, als hätte ich nichts gesagt. Ja, was hast du gerade gesagt? Ich weiß von nix. Ja, nee, ja gut, er macht halt einfach irgendwelche Aufträge, wenn's Geld stimmt und fertig aus und fragt nicht nach. Ja, das kann gut sein, das kann aber natürlich auch manchmal schlecht sein, ne? Zu viele Fragen stellen ist natürlich auch nichts, aber ja. Ich würde mal sagen, Schluss mit dem Blödsinn. Nee, versuchen wir uns zu einigen. Ich zahle mehr. Hey, es ist gut, mich als Freund zu haben. Helfen Sie mir, dann helfe ich Ihnen. Reden Sie weiter. Ich könnte mich bei Sloan für Sie einsetzen. Das ist deutlich mehr wert als Credits. Abgemacht. Ich kann Ihnen nicht sagen, wohin sie gegangen ist. Aber ich kann Sie auch nicht davon abhalten, einen Blick in meine Aufzeichnungen zu werfen. Vor allem dann nicht, wenn Sie wüssten, dass das Passwort 1837 ist. Alles klar. Danke. Keine Ahnung, was Sie meinen. Ich auch nicht. Also, Danke ich für Ihre weiß Zeit. überhaupt nichts. Zurück an die Arbeit. Ich weiß überhaupt nichts, was der meint. Wie die Doc-Aufzeichnung überlesen. Wie geht es? Wo kann ich das? Warte mal, das muss ich noch vorher machen hier. Wie rufe ich das Journal auf? So, kennt ein Feind? Nee. Ach, da muss ich jetzt erst wieder hier rum. Ihr Laden, nein. Zusätzliche Aufgaben, nein. Hä, wo ist denn das jetzt hier? Helios-Aufgaben. Okay. Dockaufzeichnung. Ja, wie soll das jetzt? Zeig mal, wo hat er den Marker? Das will ich jetzt sehen. So, der Marker weist irgendwo hin. Keine Ahnung. Datenpad. Haben wir das schon gelesen? Bestimmt. Ach so, ja, das haben wir schon gelesen. Oben ist es, okay. Wir gehen eine Stufe nach oben. Nee, ist es nicht. Doch, ist es. Hier ist ein Terminal. Zugangscode eingeben. Jarl, in den Aufzeichnungen steht, dass Lieta nach Aya gegangen ist, um sich zu erholen. Sie war verletzt. Wenn sie auf Aya aufgenommen wurde, muss es ziemlich schlimm gewesen sein. Was ist auf Eladen geschehen? Es gibt auf Aya ein Medicenter des Widerstands. Ich denke, dort finden wir Antworten.
Gut, okay, das ist jetzt dann auf Eier. Das machen wir jetzt hier also nicht weiter. Jetzt gehen wir ins Kral-Dings vom Star. In den Kral-Song. Vedra, ja. So, Journal. Ich weiß, dass es hier eine elende Klickerei ist, aber wenn man überall ein paar Bröckchen von den Quests findet, ist es halt so, ne? So, Kral-Song, weil ich nicht genau weiß, wo das ist, würde ich hier mal das auf der Karte markieren. So, wir können doch bestimmt schnell reisen, oder? Ich weiß es nicht. Oder können wir es nicht? Das ist hier. Hauen wir sie um. Können wir hier hinreisen? Geht es? Nee. Ach, verdammt. Wie geht denn das jetzt hier wieder? Ach so, wir können hier. Wegpunkt. Ach, der Wegpunkt. Ach so. Kralzong, nee, wir können hier nicht. Für was haben wir eigentlich hier oben das, wenn wir da nicht hin können? Die Schnellreise bringt fast ein bisschen wenig, weil die Tür hier immer ewig aufdauert hier, bis die offen ist. So, schlupp. Naja gut, ist ja so gut wie um die Ecke, also naja gut, die Tür auch nochmal hier. Hü, da liegt einer unter dem Tisch, Will ich unter es der überhaupt Bar. wissen? Hey. Der Idiot hat sich von seinen Freunden belabern lassen, mich zu einem Kopfstoßduell herauszufordern. Tolle Freunde. Okay. Hey, du nicht in da. meiner Bar. Ich kenne dich, Nexus. Deine Leute haben meine Freunde verletzt. Jetzt bist du dran. Da ist Ach jemand scharf ja. auf einen Kampf. Sind Sie dabei, Ryder? Er hat keine Chance, wir sollten das lassen. Ja, wir könnten ja mal vor die Tür gehen, aber Kampf muss das jetzt unbedingt sein. Nee, der macht sich ja nur wichtig, wir sollten es lassen. Hör zu, ich will hier was trinken, nicht mit dir kämpfen. Denkst du echt, das kümmert mich? Daneben. Oh oh. Hihihi. Wie bescheuert bist du eigentlich? Ah! Verdammt, ich wollte ausweichen. Oh nö. Alles okay? Alles in allem, ja. Sie sind echt ein ganz schöner Dickschädel. Danke. Und das von einem Ich Krogan. respektiere, was Sie vorhatten. Aber sich eine einzufangen, ist echt peinlich. Ja. Hey, Ryder. Eine Bitte. Kein Wort zu Cash, okay? Okay, sie wird hiervon erfahren. Wir werden das nochmal machen, das sage ich gleich. Machen wir Ich das, leg ja. mich doch nicht mit Cash an. Natürlich verpfeife ich sie, alter Mann. Ist vermutlich auch besser so. Sie ist ziemlich tough, meine Rushan. Ja, also wie gesagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen, so. Ich wollte ausweichen und wenn da so ein blödes Quicktime-Event kommt auf einmal, lalala, Spiel. Spieladen, warte mal, das ist jetzt muss ich auf die Uhr gucken natürlich. Zwei automatische Speicherstände zugleich. Wir nehmen den hier. So, ja. Jetzt sehe ich natürlich wieder, wann ich aufgenommen habe. Es ist mir jetzt eigentlich aber sowas von egal. Das werde ich noch nee, ich werde es nicht verschleiern. So. So, das hat man jetzt fertig mit dem hier, oder? Hey, ihr zwei. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Danke für. Gut, das war das abgehakt hier. Nee, also ich wollte ausweichen und habe dann die falsche Taste gedrückt hier. Ich hasse echt solche Quicktime-Events. Total, wenn man nicht drauf gefasst ist, dass es kommt. So, weil mit dem Pöbel lege ich mich nicht an. Es war zwar schon okay, aber wie gesagt, ich will auch nicht blöd Will ich es überhaupt dastehen. wissen? So, ich überspringe mal ganz kurz. So, wir sollten das lassen. Hör zu, ich will hier was trinken, nicht mit dir kämpfen. Achtung. Denkst du echt, das kümmert mich?
Da weicht er automatisch. Jetzt macht der. Oh. Wie bescheuert bist du eigentlich? Das finde ich halt so krass. So geil. Achtung. Ach doch, ich habe nur zu spät die Taste gedrückt. So, jetzt waren wir live mit dabei. So ist es dazu gekommen. Ach ja, wollt ihr auch noch was? Na, dann kommt her. Wie Bud Spencer und Terence Hill. Leck mich am Arsch. Ich werde langsam so alt für diesen Scheiß. Hey, Ryder. Eine Bitte. Kein Wort zu Cash, okay? Sollen wir jetzt das sagen oder okay? Eigentlich war es wurscht, weil wir konnten ja das machen, ja. Wieso soll man eigentlich nichts sagen, ne? Oder wollen wir jetzt einfach mal wirklich sagen, okay, komm. Keine Sorge. Danke, ich will Sie einfach nicht beunruhigen. Ja, es hat eine Schlägerei, es gibt eine, egal was man tut eigentlich, aber diesmal, ich hatte schon die richtige Taste, aber dann, da war der Rechtsklick wahrscheinlich zu langsam. Ach ja, und? Ja, dann ist es ja nichts Neues, wenn wir hier schlägern, also von daher, ich kann mal mit dir kurz nochmal reden vielleicht. Was kann ich Ihnen bringen? Ich möchte nichts. Nichts, danke. Okay. Ja, das war schon alles. Ja, gut, okay. Boah, die Tür braucht wieder so lange hier zum Aufgehen. So. Dann können wir jetzt eigentlich wieder zurück zum Schiff. Nee, ich wollte es wirklich nicht, dass das hier so blöd ist. Bin ich jetzt hier falsch? Nee, es müsste richtig sein, oder? Warte mal, wir haben hier. Hä? Wir haben hier noch einen Punkt. Ach, das haben wir nicht. Joel, ach so. In den Aufzeichnungen steht, dass Lietta nach Aya gegangen ist, um sich zu erholen. Sie war verletzt. Wenn sie auf Aya aufgenommen wurde, muss es ziemlich schlimm gewesen sein. Was ist auf Eladen geschehen? Es gibt auf Aya ein Medicenter des Widerstands. Ich denke, dort finden wir Antworten. Ja, das kannten wir schon. Ich konnte es jetzt nicht irgendwie überspringen. So, jetzt haben wir es hier. Jetzt hat er Gamer. Transit, ja, wir müssen die Transit nehmen. Zur Tempest. Start. In dem Fall ist es ja okay, dass es gleich startet, aber manchmal, wenn man nur mal kurz aufs Schiff müsste oder so, und dann hätte man da ja noch so einen Menüpunkt einbauen können, dass man sagt, nur aufs Schiff, aber nicht starten zum Beispiel, ne? So, wir gehen dann nach, ah ja, jetzt gucke ich, danke, jetzt gucke ich aber nochmal nach der E-Mail, keine Nachrichten, okay, vielleicht kommen die später. So, bevor wir jetzt aber, na, ist egal, wir brauchen eigentlich das jetzt nicht. Wir gehen auf die Galaxiekarte und kreisen gleich weiter nach Aya. Jo, das wusste ich schon, dass wir da sind. Die Suche nach Legere. So, das hier war. Das ist hier auf Eier. Überspringen, wenn es geht. Ja, danke.
und auf dem Planeten landen, würde ich sagen. Ach ja, hier gibt's nämlich keinen Architekten übrigens. Ja. So. Aber hier gibt es ja auch keine Kolonie von uns. Das war laut. So. Das sieht immer aus wie so ein Vulkanplanet eigentlich irgendwie. So, sehr schön. Wir müssen irgendwo dahinter. Wo ist denn hier eine Schnellreisestation? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube das hier, ja. So, wir können hier, Moment mal. Oh. Warte, bevor wir schnell reisen, da ist noch ein, was bei Merixus. Merixus. Ah, die Namen immer, ja. So. Wo ist denn der? Hi. Es gibt noch weitere Außenposten, die ihre Hilfe brauchen könnten. Der Wasserreiniger auf Eladen kann der Nachfrage nicht nachkommen. Die Siedler haben deshalb um einen dieser angaranischen Ionenfilter gebeten. Es gibt hier einige Techniker, die an den Aquädukten arbeiten. Ich wette, sie haben, was wir brauchen. Alles klar. Ein Filter. Kommt sofort. Ja, gut, okay. Auf Eier einen Ionen besorgen, das passt. Ich weiß gar nicht, wo die arbeiten, aber das wird man rausfinden. Jetzt machen wir erstmal das eine. So, das ist dann hier. Warte mal, wo können wir uns... Ja, wir beamen uns erstmal hier hin. Und das andere ist eh hier irgendwo mit drin. Da können wir uns ja nicht hinbeamen. Von daher ist es wurscht. So. Please wait. Es lädt gerade. So, okay. Da sind wir. Wir müssen, glaube ich, ins Gebäude rein, ne? So. Okay. Ach so, ja, ich muss ins Medi-Center. War das hier längs? Nö, falsch. Ach, das ist immer so ein bisschen blöd hier. Wir haben halt hier keinen Pfad, wo wir praktisch hier dann direkt wissen, wo wir lang müssen. Ach ja, ich muss mich erst dekontaminieren. Was schreit denn hier so? So, hallo? Ja, schön. Schon geht die Tür auf. So, jetzt können wir hier mit der reden. Sie haben hier nichts verloren. Doch. Ich habe etwas für Sie. Sie sind schwer zu finden. Ich sag das mal. Rorik hat mich gebeten, nach Ihnen zu suchen. Er wollte, dass ich Ihnen dieses Kryo-Armband gebe. Rorik? Ich will es nicht. Nehmen Sie es weg. Ich will mit Rorik nichts zu tun haben. Mit keinem von Ihnen. Wegen Eladen? Erzählen Sie mir, was passiert ist. Sie haben viel durchgemacht, oder? Sie würden es nicht hören wollen. Warum versuchen Sie es nicht einfach? Ich wurde von Plünderern angegriffen. Von Fremden, die mich zum Sterben zurückgelassen haben. Ich dachte, wenn ich nach Aya komme, würde ich mich bei meinem Volk sicher fühlen. Ich könnte vergessen, was geschehen ist. Aber jetzt sind sie hier. Egal, wohin ich auch gehe. Ich kann den Fremden offenbar einfach nicht entkommen. Ich will nur, dass sie alle verschwinden und mich in Frieden lassen. Ja, da geht's drum also. Geben Sie nicht auf. Ich verstehe. Wie sind Sie nach Aya gekommen? Jetzt sehen Sie mir einen Angriff. Wir fragen erstmal hier. Ich dachte, Aya würde niemanden von Kadera aufnehmen. So ist es auch. Aber ich habe Ihnen erzählt, was vorgefallen ist, und Sie haben mich willkommen geheißen. Ephra hat mich aufgenommen. Er sagt, eine Kämpferin wie ich würde gut zum Widerstand passen. Ich dachte so lange, ich bräuchte mehr als das, was mir die angaranischen Welten bieten können. Aber ich lag falsch. Und dann über den Angriff. Sie wurden von Plünderern angegriffen? Ja, auf Eladen. Sie sagten, sie hätten Bergungsgut zu verkaufen. Und ich war dumm genug, sie zu begleiten. Sobald wir allein waren, sind sie über mich hergefallen. Sie haben mein Schiff genommen und sind weggeflogen. Mich haben sie einfach dem Tod überlassen. Wie sind sie wieder zurückgekommen? Ich bin gelaufen.
3 Stunden mit mehreren gebrochenen Rippen durch die Dünen. Dann hat mich eine andere Bergungsgutsammlerin mit nach Kadera genommen. Aha, gut, ich verstehe. Geben Sie nicht auf, würde ich aber sagen. Verlieren Sie nicht den Glauben. Einigen dieser Fremden liegen Sie am Herzen. Ach ja? Und wem? Rorik zum Beispiel. Er hat mich schließlich gebeten, nach Ihnen zu suchen. Sie haben einiges auf sich genommen. Und das für jemanden, den Sie gar nicht kannten. Wieso? Ja, in uns steckt auch Gutes. Wir sind nicht alle Verbrecher. In uns steckt auch Gutes. Es ist beides eine gute Antwort. Ich nehme mal das. Sie sind den Schlimmsten von uns begegnet. Aber Sie dürfen uns nicht alle nach Ihren Taten beurteilen. Das klingt wie etwas, das Rorik sagen würde. Darf ich dieses Armband nochmal sehen? Er hat es tatsächlich angefertigt. Er sagte, Sie könnten es benutzen, um ihn wieder zu besuchen. Ich werde noch etwas Zeit brauchen, aber ich denke, das könnte ich tun. Ich kenne Rorik. Wenn er wüsste, was passiert ist, würde er sich die Schuld dafür geben. Es wäre also besser, wenn er die Wahrheit nie erfährt. Es ist natürlich Ihre Entscheidung. Aber denken Sie bitte darüber nach. Okay, jetzt haben wir hier... wir haben einen neuen Punkt erhalten. Sehr schön. Das ist abgeschlossen. Ja, so. Geht doch. Man kann ja über alles reden, ne? Von daher. So. Dann können wir jetzt hier auch rausgehen. Dann haben wir das auch erledigt. Warte mal, kann man hier rein? Können wir tatsächlich. Grüß Gott. Wo geht's denn da eigentlich nochmal hin? Achso, ja, da trainieren die hier unten. Da gibt's nichts Wichtiges. So, wir wollen hier raus. So, jetzt hat er. Ja, hier gibt es keinen direkten Warp-Punkt. Wir können einfach hier langlaufen und dann sind wir eigentlich schon dort. Also hier nach links. Einmal die schöne Anlage hier durch. So, jetzt bin ich schon fast wieder dran vorbeigerannt. Sie am Terminal oder wie? Nee, ist es nicht. Aquädukttechniker. Arbeiten Sie hier an der Wasseraufbereitung? Ich habe das System entwickelt. Könnten Sie mir einen Ionenfilter verkaufen? Unsere Leute auf Eladen brauchen ihn dringend. Wenn Sie zäh genug für Eladen sind, haben Sie Hilfe verdient. Hier. Ah, perfekt. Ionenwasserfilter, Spezialobjekt, ein Gerät, das den Alkaligehalt des Grundwassers verändert und es für die Spezies der Milchstraße trinkbar macht. Okay. Ich habe jetzt mal gerade hier das ein bisschen abgeändert hier. So. Wählen. Ja, Moment, ich will dem noch was verkaufen. Ich könnte mir auch was verkaufen, aber. Nee, komm, ist egal. Wir können die Credits jetzt nochmal auslegen hier. Ja. Bestätigen. Okay. Schon haben wir das. Das halten wir natürlich. Wir bringen Merxius den Ionenfilter. Warte mal, kann ich mich von da aus beamen? Oder muss ich da zu... Ah, doch, geht. Weil ich ja immer gedacht habe, man müsste zu einer Schnellreisestation hingehen. Aber nein, manchmal funktioniert es auch so. So, Merxius ist da. So habe ich das ganz gern. Ich konnte einen Ionenfilter für Eladen auftreiben. Jetzt sind Sie an der Reihe. Ich werde ihn sofort dorthin bringen. Die Leute werden erleichtert sein, dass sie endlich genug Wasser haben. Perfekt. Und noch mehr Prozente. So, sonst gibt es ja hier wieder nichts mehr, ne? Ja, solche Quests, die findet man manchmal halt beiläufig. Manchmal muss man halt einfach auf diese komischen Ausrufezeichen achten. So, jetzt habe ich hier die Aufgabe extra lang hier hängen, dass die erledigt ist. Kann ich das jetzt hier mal beschleunigen, dass es hier verschwindet? Abgeschlossene Missionen, alles als gelesen markieren. Ja. So, okay. Zurück. Dann sollte das nämlich hier auch verschwinden. Oder? Nö, auch nicht. Manchmal passiert es dann, aber okay. So, wir müssen jetzt mal gucken, was wir jetzt machen. Verbündete und Beziehungen, kenne deinen Feind, da geht nichts weiter. Da weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Hier ist Aufgaben. Gibt es nichts im Moment.
Zusätzliche Aufgaben wegen eines seltenen Reliktdatenkerns. Ja, so langsam geht uns die Sache hier aus, ne? Ja. Das heißt, wir müssen uns jetzt langsam mit dem Archon befassen hier. Gut, okay. Ich meine, ich versuche ja immer alles wirklich maximal zu zeigen, was geht, aber bei manchen Sachen, da komme ich halt auch nicht immer weiter. Ich weiß nicht, ob wir die letzten Datenkerne tatsächlich dann weiterfinden, wenn wir da jetzt die Primärmission weitermachen. Weil irgendwann ist natürlich alles gegessen, dass man irgendwann tatsächlich alles weitermachen muss. Ja, danke, Kalo. Perfekt. E-Mail-Terminal. Keine E-Mails, alles klar. Aber wenn wir jetzt gerade wieder auf dem Schiff sind, können wir mal ganz kurz nochmal hinten an die... Genau, deswegen erstmal nochmal nach den Teams gucken. So, ist das schon wieder eins fertig? Nein, das läuft noch hier. Ja, was ich auch gemerkt habe, das hasse ich leider, dass ich das nicht mehr ändern konnte. Wenn man jetzt aus Versehen denen jetzt wieder eine Ausrüstung kauft, die nur eine praktisch Stufe 1 ist, dann wird, wenn man eine andere Stufe hatte, zum Beispiel Stufe 2, dann wird die überschrieben und geht verloren. Das habe ich gemacht. Ich habe bei dem einen Team gedacht, ich will dir noch ein bisschen was für schlecht Wetter geben und habe bemerkt, dass die schon Stufe 2 hatten und damit ist es verloren gegangen. Das finde ich leider auch ein bisschen doof gemacht hier beim Ganzen, aber ist egal, das ist alles nur so Zusatzzeugs hier. Wir brauchen es eh nicht, was wir hier so rausbekommen, aber ja. So, da können wir Belohnung einsammeln. Forschungsdaten, Mineralien, Biomineralien, Tech-Mineralien, Materialien. So, jetzt haben wir wieder einen Punkt. Jetzt müssen wir erst wieder überlegen, was wir machen wollen. Wir haben hier die Pots. Da wäre das Einzigste noch, hier die Credits abzugreifen. Hier, da gibt es halt noch die zweite Stufe dann. Dann gäbe es in den Verteidigungspots. Da könnten wir jetzt sagen, ja, was könnten wir denn da... Gut, da können wir noch die Munitionspakete hier, Verbrauchsobjekte hier oder Wissenschaftspots, beschleunigte Forschung. Ja, kriegt man halt schneller Forschungsdaten, Innovation. Könnte man mehr einbauen, beschleunigter Bergbau. Ja, ich glaube, ich nehme hier in dem Fall die Innovation. Auch wenn ich es nicht unbedingt brauche. Irgendwann wird man vielleicht noch was basteln, aber das ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. So. Ich brauche das ganze Mikro-Quatsch hier, Mini-Dingsbums-Zeugs hier gar nicht. So, das kann ich ja mal hier, Forschungssender. Forschung und Entwicklung, im Moment muss man eigentlich, normal muss man hier in die Forschung erstmal rein. Wir sind Level 68, aber momentan habe ich ja eigentlich nichts mehr, was ich forschen könnte. Ja, da habe ich mal auf die Sidewinder-Pistole hier geforscht ein bisschen und so weiter. Pistole, was man wir wollen, aber eigentlich... Panzerung zum Beispiel, N7-Helm, Hypergardium-Helm könnte man zum Beispiel plus hier weiterforschen. Allerdings, da brauche ich glaube schon, ja, Stufe 70. Das geht glaube ich bis 100 oder so. Ich weiß gar nicht, ob man so eine hohe Stufe noch erreichen könnte im Spiel. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie weit wir sind. Also wir waren ja irgendwo bei 70% des Spiels oder so. Ah, guck, da ist unser Äffchen. Hi. Hey, da bist du ja. Kleiner... Maus, Ratten, Affe hier oder was auch immer das sein soll. So ein Mix draus. So, gut. Ja, jetzt gehen wir einfach mal wieder hier auf die Karte und gucken, wo wir jetzt hinfliegen. Ich mach mir mal weg. Mach hier mal weg. So, jetzt haben wir im Moment eigentlich nichts mehr hier groß zu tun. Ja, also bestimmte Sachen pulsieren trotzdem hier zum Beispiel. Es sind wahrscheinlich Welten, wo man halt eine Besiedlung oder eine Station hat. Eladen, dann haben wir Eos. Ja, im Moment bleibt uns tatsächlich nichts mehr Neues übrig. Ne? Wir müssen jetzt tatsächlich mal bei der Hauptquest weitermachen. Die Jagd auf den Archon, das ist im Tarfeno-System. So, lass uns da hinfliegen. Allerdings wird man das nicht mehr in der Folge erleben, denn die halbe Stunde ist schon wieder gut voll. Ja, ich guck mal, erstmal, dass wir da jetzt erstmal hinfliegen und ja. So, jetzt müssen wir zum Planeten noch, das mache ich noch mit, die Jagd auf den Archon.
Ist das der richtige gewesen? Überspringen. Pathfinder, die Sensordaten bestätigen, dass das Schiff des Archons vor Ort ist. Ich fasse es nicht. Es hat tatsächlich funktioniert. Aber da ist noch etwas anderes. Ein Schiff der Initiative ist mit ihm verbunden. Es ist die Arche Passero. Bestätige. Es besteht eine 100%ige Übereinstimmung mit der Salarianischen Arche. Den Daten zufolge ist sie schon seit längerem hier. Nun, das ändert einiges. Ja, das ist hier über solche Kabel hier verbunden, das Ganze. Gut, wir wissen nicht, ob es gecovert worden ist oder wie auch immer. Aber ich meine, wir haben das schon mal gelesen, aber ich lese es jetzt einfach nochmal. Schiffsname Verrakan. Anzahl der Crew ist unbekannt. Status Flaggschiff der Catch. Schwere Bewaffnung registriert. Anmerkung, die Arche Passero befindet sich in unmittelbarer Nähe. Analyse, die Verrakan, das Flaggschiff des Archons, scheint sich im Normalbetrieb zu befinden und die Anwesenheit der Tempest nicht bemerkt zu haben. Allerdings wurde die Salarianische Arche Passero gekapert und ist jetzt mit dem Catchy verbunden. Unseren Sensoren zufolge ist die Arche unbeschädigt. Ihr Energiestatus zeigt an, dass sie im Standby-Modus befindet. Okay, wir müssen dann hier an die Andockbucht andocken. Aber wie ich gesagt habe, das machen wir nicht mehr in der Folge. Ich sage jetzt erst wieder wie immer, wieder mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich, dann könnt ihr mir natürlich es zeigen, indem ihr mir einen Like da lasst oder auch einen netten kleinen Kommentar schreibt, ne? Weil man kann ja mal schreiben, wie man so das gespielt hat oder so, ob man das anders gemacht hätte. Ja, zum Beispiel, was hier in der Kneipenschlägerei hier war und so weiter, ob es da was anderes gibt. Man muss ja hier sich für irgendwas entscheiden. Man sieht ja hier nicht genau, was hier negative Auswirkungen gibt oder positive. Das war ja im alten, also in den anderen Mass Effects, war es ja teilweise dann durch Blau und Rot praktisch markiert später, wenn man die Fähigkeit hatte. Ja, und ansonsten, wenn ihr natürlich nichts mehr verpassen wollt und euch meine Projekte hier auf dem Kanal gefallen, dann könnt ihr mir gerne auch ein Abo dalassen. Das würde mich riesig freuen. Ja, und dann noch so ein anderer Punkt, das wäre, ich hätte einen Discord-Server. Da kann man natürlich auch raufkommen und dann kann man ja sich auch mal so ein bisschen schreiben untereinander. Oder ihr könnt untereinander dann auch Spieler finden, die mit euch zum Beispiel irgendwelche Multiplayer-Spiele machen. Das ist alles möglich. Ja, ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lego.